Mein Name ist Stefan Eigenbrot und als Einrichtungsleiter des AWO-Altenzentrum Käthe-Richter-Haus heiße ich Sie recht herzlich willkommen. Das Käthe-Richter-Haus besteht seit 1957 und wurde 1995 saniert und modernisiert. Wir bieten 105 Menschen Wohn- und Pflegekomfort auf hohem Niveau. Das Büro Aktiv vermittelt ehrenamtliche Dienste für die Bewohnerinnen und Bewohner. Hier im Haus arbeiten 80 Personen ehrenamtlich. Die Nähstube bessert Kleidungsstücke aus. Der Chor singt mit den Bewohnern. Die Cafeteria wird ehrenamtlich betrieben. Die Mediengruppe filmt Ereignisse im Haus. Und natürlich besonders wichtig, besuchen Menschen die Bewohner hier mit und ohne Hund. Wir stehen hier auf der Dachterrasse des Käthe-Richter-Hauses. Vor 11 Jahren wurde im Käthe-Richter-Haus ein Förderverein gegründet. Ich bin im Förderverein mit im Vorstand und werde Ihnen jetzt mal sagen, was wir alles ermöglicht haben. Durch die finanziellen Mittel des Fördervereins wurde die Gartenanlage neu gestaltet. Die Flure wurden von einer Künstlerin farblich neu konzipiert. 2 Wohlfühlbäder wurden neu installiert. Und Kunst- und Musiktherapie wird auch von uns gefördert. Also Abwechslung haben wir hier wirklich genug. Also wer da sich beschwert, hat selber Schuld.